Hallöchen, herzlich willkommen zu einem nagelneuen Let's Play. Ich bin euer Timex, ihr seid wieder unterwegs auf Gameplay Deluxe und wir spielen heute Lara Croft Go. Wir starten auch direkt einmal hier ins Vergnügen. Ich habe noch überhaupt nicht angetestet, weiß aber so in etwa ganz, ganz grob, was mich erwartet. Von daher werden wir das Ding hier schon rocken. So, hier können wir uns ein wenig bewegen und umschauen. Und ich weiß, es gibt Sammelobjekte. Ich weiß nicht, ob man die hier schon finden kann. Ich glaube eher nicht. Ich weiß auch nicht, wie ich die sammeln würde. Leider. Das hat uns noch keiner verraten. Aber ich denke... Ah, okay. Vergoldeter Schädel. Das erste Fragment haben wir gefunden. Quarz haben wir jetzt auch. Okay. So ein Kram müssen wir also finden. Und das sind immer die Stücke, wo es weitergeht. Ins nächste Level-Abteil. Eine verschlafene Höhle. Da bin ich mal gespannt. Ja, drücke ich doch. Ah. Ja, danke für das Quarz. Da drüben ist noch was. So, Hälfte haben wir zusammen. Ich vermute einfach mal, dass es mehr nicht gibt in diesem Level-Up-Teil. Aber das weiß man natürlich erstmal nicht. Ich sehe auch sonst hier erstmal nichts an Vasen oder so. Die würde ich natürlich schon ganz gerne alle kriegen. Das wäre mir lieb. So. Da drüben bewegt sich irgendwas Großes. Da. Oh, ist das, was ist das? Sieht ein bisschen aus. Weiß ich nicht. Oder ist das ein Wurm oder eine Schlange oder sowas in der Art? Das sieht ja riesengroß aus, das Vieh. Alter Vater. Ein ruinierter Weg. Hahaha, witzig. Okay. So, was ist das? Oh. Ja, ich glaube, das bricht zusammen. Ja, bis jetzt sind die echt ein bisschen... Ja, okay. Siehst du, das wollte ich jetzt mal... getestet haben, dann weiß man es auf jeden Fall, bei den Löchern geht's abwärts. So, und wir dürfen uns hier tatsächlich nicht in die eine Richtung bewegen. Aber hier ist auch nochmal ein Quärzchen. So, ich bin gespannt, was jetzt passiert. Aha, er fällt dann einfach runter und kann dann nicht mehr da hoch, denke ich mal. Vase? Nö. Bisher sehe ich keine. Plupp. Einmal das Ding runter. Wömseln. So, und dann hier bequem nach unten. So. Cleverest Clattern. So, das erste, was man guckt... Irgendwo eine Vase zu sehen. Bisher. Ja, da. So. Es fehlt nur noch ein Fragment des Schädels. Dann haben wir auch die Vase schon fertig. Da unten ist die nächste. Ein Quarz, ein Fragment noch. Ich denke, wir sind ganz gut dabei. Okay, dann geht das Ding hier nach unten. Stopp. So, haben wir die Quarze fertig. Um ein besonderes Outfit freizuschalten. Ich weiß, dass wir auch schon Outfits haben.
Das ist mir vollkommen klärschken. So, jetzt müsste ich erst gucken. Der Goldene bewegt dieses Gerät immer, ne? Dann muss ich auf jeden Fall zuerst den hier bewegen. So, weil sonst habe ich das Problem, dass ich an der Stelle einfach krepiert wäre. Achso, hier ist keine Vase sonst zu sehen, weil uns fehlt nur noch eine. Wäre natürlich jetzt extra ärgerlich, die zu übersehen. Aber tatsächlich, im Moment sehe ich sie nicht, falls sie noch hier irgendwo... Wow. Ja. Alter, Drachenschlangenwurm-Dings. Meine Güte. Okay, Schlüssel zu einem unbekannten Tor. Vase. Ich brauche eine Vase. Irgendwo sollte ein Vase sein. Ein Schlüssel. Der Schlüssel der Schlangen. Aha. Schon geht's hier weiter für uns. Hallo, Vase. Haben wir eine Vase hier? Noch nicht. Ach was. Ah, okay. Das ist also der erste Schlüssel. Öffnet uns hier ein Türchen. Da gehen wir doch mal rein. Vase habe ich jetzt noch nicht gefunden. Oh, notfalls holen wir die einfach mal später ab oder so. Keine Ahnung. Weiß ich noch nicht. Ich versuche natürlich trotzdem immer alles zu finden. Ob das so gut klappt, weiß ich noch gar nicht. Ah, okay. Die alte kann ich also einfach erschießen hier, die Schlange. Das ist schon mal sehr gut zu wissen. Wow, das sah cool aus. Ich vermute einfach mal, dass wir die nicht von vorne erschießen können. Dann wäre das Ganze nämlich wahrscheinlich viel zu leicht. Deswegen probiere ich es gar nicht erst. Okay, von der Seite geht. Wir schießen einfach mal alle Schlangen, weil ich es kann. So, hier die Brücke ist kaputt. Kann ich gerade nichts machen? Ah, cool. Oi. So, erschießen wir zuerst die, dann die. Dann erschießen wir die. Dann die hier. Ah, okay. Das können wir also nicht machen. Wenn die einmal uns sehen quasi, dann ist Feierabend. Dann müssen wir mal gucken, wo wir überhaupt hin müssen. Weil dann müssen wir mit Sicherheit nicht alle erschießen. Das sehe ich schon. So, dann müssen wir nämlich erst hier einmal das Ganze ein wenig verschieben. Und schon können wir relativ gefahrlos mehr Schlangen ausschalten. So, die Schlange jetzt nicht. Aber wir können ja jetzt den hier machen. So, wir gehen wieder rauf. Und dann sammeln wir einmal die Vase währenddessen. Und den Zwillingsschlangen schon mal ein Fragment gefunden. Das ist ja auch schon mal nett. Dann können wir einmal die hier erschießen und die hier erschießen. Einfach aus Prinzip, weil ich es kann, wie gesagt. Und schon haben wir das nächste Level hinter uns. Geht ja zügig vorwärts hier. 9 Minuten und wir sind schon in Level 2 von dem zweiten, was auch immer, Abschnitt, sage ich jetzt einfach mal. Ich weiß nicht genau, wie viele Abschnitte es gibt. Es werden einige sein. Ah, cool. Ah doch, da können wir auch zurück. Ich hätte jetzt gedacht, dass wir dort an den Stücken nicht zurück können. Aber das ist anscheinend kein Problem. So. Was macht dieser? Dieser bewegt es in gute Richtung. So, dieser bewegt dann den, habe ich mir fast gedacht. So, dann müssen wir... Ah, okay. Müssen dann einmal den wieder umlegen. Und müssen dann einmal den grünen verschieben um einen. Zack, Schlange erschießen. Den Krug dort einsammeln. Ich versuche immer schön auf Zack zu bleiben. Das klappt natürlich nicht immer. So, den Smaragd auch noch mitgenommen. Ich hoffe echt, dass wir... Oh, Alter, das ist ein Riesenvieh. Und es jagt uns, glaube ich. Puh. Okay, lass mich raten. Dieser Kreissäge nichts gut für Lara.
So, wir bleiben mal vorsichtig. Ach so, das bewegt sich nur mit uns. Ah, okay. Das ist eine Sache, das muss man natürlich wissen. Ich seh schon, wo das Ganze hinführen soll. Oh, es könnte knapp werden. So, Brett. Brett. So. Ich hoffe, ich habe keine Vase jetzt übersehen. Das wäre doof gewesen. Natürlich ist das nicht allzu tragisch, aber ich würde schon ganz gerne versuchen, hier alles mitzunehmen, wenn es geht. Wow, was ist denn jetzt los? Alter, also wenn das hier noch so seitwärts über Kurven geht, das ist ja... Junge, Junge. So, wir müssen jetzt der Klinge möglichst vorsichtig ausweichen. Und da natürlich die Vase nicht übersehen. Das funktioniert ganz gut. Ich spiele gerade mit dem Controller. Und muss sagen, es funktioniert echt easy. Klatsch. So, schon klappt das auch. Und sonst sehe ich auch nichts hier. Und was passiert? Ah, cool. Da setzt sich dann die Brücke ein Stück zusammen. Und sie lässt sich hier wieder ganz easy irgendwo runterschwingen. Wir haben auch noch andere Skins und Outfits oder wie auch immer man die jetzt nennen möchte. Das weiß ich auch schon. Ja, das habe ich vorhin gesehen im Hauptmenü. Aber ich werde erstmal hier den Standard lassen. Später können wir uns dann die anderen natürlich noch angucken. Ich glaube, das ist richtig. Auf die Weise haben wir nämlich kein Problem mehr mit der blöden Geschichte. So, zack. Drehen wir das einmal wieder runter. Dann ist auch hier kein Problem mehr. Ja, schon mal ganz gut aus. Die Vase nehme ich noch. Immerhin 9 von 19 haben wir schon. Dann fehlen uns noch 10 Smaragde. Ich glaube, ich habe schon welche übersehen. Ganz ehrlich. So, hier auf Anhieb sehe ich nur das. Immerhin 10 haben wir jetzt. Ich weiß halt auch nicht, wie gut die genau versteckt sind, ne? Das kann man halt vorher natürlich nicht wissen. Kriegen wir hier so ein Sperrchen. Damit vermute ich einfach mal... Ah. Cool. Okay. Nice Sache. Da hinten sehe ich sogar noch eine Schlange und Speer. Bam. So, X und dann zack. Ziehen wir quasi in die Richtung, wo das Ding hin muss. Oh, da ist noch eine Vase. Ah, guck mal. Ging sogar so. Ich dachte, ich müsste jetzt erst noch einen Schritt vorgehen, aber hat auch so geklappt. Ganz wunderbar. Nehmen wir uns mal hier alles mit. So, Pam. Okay, jetzt muss ich überlegen. Die kann ich erschießen. Nein. Kann ich nicht. Die kann ich definitiv nicht erschießen. Ich muss aber auch den Speer noch nicht einsetzen. Ich kann es jetzt... warte. So, ne? So, und dann zack. So war das. So, Vase ist gerade keine zu sehen. Also, dann wollen wir doch mal. Ich muss... Nein! Ah, Mist. Ich bin doof. Ich muss natürlich erst den Speer werfen. Und kann mich dann um den Rest kümmern. So, ich muss nämlich... diese Schlange mit dem Speer abschießen. Kann ich nämlich die erschießen, die erschießen, die erschießen. Das wäre nicht mal mehr nötig gewesen. Wie gesagt, ich mache es, weil ich es kann. Hab da irgendwie Spaß dran. Ich sehe das als Level-Komplettierung. So.
dann müssen wir die einmal erstechen. Dann können wir nämlich die anderen ausrotten auf die Weise. So. Okay, go, go. Nummer 7. Alles immer noch in der ersten Folge auf jeden Fall. Ich weiß noch nicht, ob ich die erste Folge wieder länger geschnitten habe oder nicht. Das sehe ich dann. So, das Ding einmal bewegen. Man sieht ja schon, wo die Reise hingeht. Ah ne, falsch. So, zack. Dann muss man dafür sorgen, dass das Teil hier ist. Einmal hier rüber, einmal darüber. Schon kann man... Achso, ja. So, so, so. Zack, zack. Schon ist das Teil kein Problem mehr. Das Rätsel, würde ich sagen, war jetzt nicht wirklich schwer, aber... Okay. Muss man vielleicht auch erst drauf kommen, keine Ahnung. Eine Vase. Ich frage mich echt, wie lange ich brauche. Also ich habe kein Problem damit, das Spiel in einem Rutsch durchzuspielen. Ich weiß halt nicht, ob es geht. Ne? Keine Ahnung, wie umfangreich das Game ist. Und gut, dafür kostet es ja auch wiederum nicht so viel, ne? Das hört sich aber gefährlich mies an. Ich habe ein wenig Angst. Ach du Scheiße. Kommt da das Biest da vorbeigezimmert. So, Teil Nummer 8. Direkt wieder... Oh. Welche komischen Leguan-Raptoren oder was auch immer. Von hinten können wir die auf jeden Fall erschießen. Oh. Ach du Scheiße, die folgen uns. Ah, okay, ich sehe schon. Müssen den hier einfach in die Falle locken. Tschüss. So, keine Vase. Oh, der Weg ist auch ready. Okay, also die scheinen uns tatsächlich ganz genau zu folgen. So. So, vielen Dank. Okay. Zack, können wir ihn erschießen. Easy going. Dann ihn einmal erdolchen. Ich nenne es erdolchen. Ich weiß, es ist ein Speer, aber ich möchte es erdolchen nennen. So, müsste er jetzt wieder ein Brückenteil hochkommen. Ja, da ist es. Wunderbar. Nummer 9. So, erstmal das schöne Gerät hier auf. 4 Stück fehlen uns noch, 4 Smaragde. So, was macht das hier? Ah ja. Okay. Dann müssen wir uns jetzt erst um den Herrn Leguan kümmern. So, zack. Dann wird er jetzt auf dem schwarzen Feld sein. Und dann... Tschüss. So, haben wir den auch aus dem Weg geräumt. Zack. Rauf, dahin. Vorne ist noch eine Vase. Wunderbar. 6 von 10. Hier noch 4. Und bei den Smaragden genauso noch 4. So. Okay, ich glaube... Ich glaube, ich muss ihm hier in eine Falle locken. In eine recht gemeine noch dazu. So. Perfekt. Okay. Der... Achso, warte. Wir können ihn ja jetzt trotzdem erschießen. Ah, und wir müssen auch sowieso hier rauf, um ihn zu erledigen. Weil sonst hätte der Typ uns auf jeden Fall weggeklatscht. So. Wow, 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 wow. Ah! Oh, ich wäre fast dran gekommen. Oh, oh.
Nein! Oh damn, jetzt geht's abwärts. So, das war's mit der heutigen Folge. Vielen Dank fürs Zuschauen. Lass mir doch einen Kommentar da oder auch ein Like. Ich würde mich sehr darüber freuen. Wenn du ein Abonnent bist, vielen Dank fürs Abonnieren. Wenn nicht, dann jetzt sofort abonnieren.